Lieber Franz, wir stehen unmittelbar vorm Start in die Finalserie in der Winter Day Damen Basketball Superliga. Wie wirst du deine Mannschaft einstellen, dass du perfekt startest und ein 1:0 mit nach Graz nimmst? Wir wollen uns auf unsere Stärken konzentrieren. Unser schnelles, aggressives Spiel sofort sowohl im Angriff als auch in der Verteidigung umsetzen, wie wir es die ganze Saison schon gemacht haben. Das ist eigentlich der Hauptfokus. Und daneben natürlich wieder schauen, die Gegner UB Graz, auch dort wieder die stärksten Spielerinnen einschränken. Da werden wir uns im taktischen Bereich auch noch was einfallen lassen. Was sind vielleicht Kleinigkeiten, die du aus der Halbfinalserie identifiziert hast, die du die Woche noch bearbeiten willst im Training? In der Halbfinalserie, ja, oder auch sogar die Spiele davor in Wales, haben wir doch auch gesehen oder gelernt, wie können wir damit umgehen, wenn Spielerinnen sich im Spiel verletzen, wenn wir Foulprobleme haben, taktisch was umstellen müssen in der Verteidigung und dass wir da auch Selbstvertrauen mitnehmen, auch wenn einmal was nicht so rund läuft, wenn wir keinen guten Wurftag haben, dass wir trotzdem Lösungen finden, ein Spiel zu gewinnen. Und Franz, auch wenn es vielleicht am Papier ausschaut, wie wenn es eine Wiederholung von der letzten Saison sein könnte, was macht aus deiner Sicht die Saison anders als, oder die Finalserie anders als letzte Saison? Anders auf jeden Fall. Letztes Jahr waren wir Inside und Outside sehr dominant. Die Inside-Dominanz ist heuer nicht so offensichtlich aufgrund der Abgänge von Pia Juha oder auch Sarah Schicher, die uns immer nur teilweise unterstützt hat. Da müssen wir noch mehr die anderen Stärken am gesamten Spielfeld offensiv und defensiv aufs Feld bringen. Dann sage ich dir vielen Dank und bis zum ersten Finalspiel. Danke.